So Leute, willkommen zu einer weiteren Herausforderung bei Schlag den Sui. Die Kategorie ist mal wieder Super Smash Bros. Brawl. Und ich kämpfe hier mit Kirby gegen die Sunshine Girl 904 oder 904, die mit Pit antritt und in der Smash-Stadt kämpfen möchte. Ich habe wieder einen Gast dabei. Warum sage ich das eigentlich immer? Ich habe hier immer einen Gast dabei. Aber heute ist es wieder... Pikachu! Pika! Pika, Pika! Nein! Heute ist Pikachu dabei. Ja! Pika! Ich hoffe, wie hast du hergefunden? Pika! Alles klar. So, Pikachu kann jetzt sprechen. Ja, da hier. Ich hab's mal schnell gelernt. Ich bin wie Mauzi, ne? Richtig. Und das war aus der Luft gefischt. Und jeder weiß ja, wenn man Pit aus der Luft fischt, bei ihrer, hätte ich schon fast gesagt, Rettung. Ja, Pit ist so androgyn. weiß man ja, dass er sich dann nicht mehr retten kann. Das ist, finde ich, eine starke Schwäche von ihm. Dass man, wenn man ihn aus der Luft fischt, dass er das nicht mehr, dass er die Attacke nicht erneut einsetzen kann. Ja. Muss man sich halt nicht erwischen lassen, ne? Ja, das stimmt. Jedenfalls sieht das Ganze wiederum schlecht aus. Ja. Für sie? Doch, etwas schon. Etwas ist gut. Ich hab jetzt Ja, mein Gott, man ist es ja ein bisschen doch gewohnt von dir, dass du mit dem Leben führst. Wollte ich jetzt mal so sagen. Ja, aber das muss man allerdings so sagen, dass es nicht das unbedingt was heißen muss, ne? Ja, sicher. Das Spiel ist erst zu Ende, wenn es wirklich zu Ende ist. Richtig. Und da hat sie mich jetzt gekillt. Du kannst jetzt zum Beispiel einen extrem dummen Fehler machen und kannst runterfliegen. Was Richtig. Du natürlich nicht machst, aber... Genau. Aber man kann halt nicht wissen. Es kann in einem Moment total überlegen sein, dann kann es wieder total unterlegen sein, dann ist es ausgeglichen, dann fehlt auf einmal der andere Haus hoch und sowas. Ich meine, das hatten wir ja auch schon im Kampf gegen, Ja? Wir hatten es auf jeden Fall schon. Sehr gut. Im Kampf gegen. Pekka. Also. Pekka, Pekka! Jedenfalls, sie hat nur noch ein Leben. Ich habe noch zwei. Und du bist doch in Führung, sehr deutlich. Das sehe ich. Ja. Aber ich muss trotzdem sagen, sie stellt sich jetzt nicht... Also ich könnte mit Pit nicht so gut spielen. Ich mag Pit einfach als Charakter nicht. Ich mag Pit auch als Charakter nicht. Ist allerdings immerhin ein Finalist gewesen im Turnier letztes Jahr, ne? Das darfst du nicht vergessen. Und das ist auch wahr. Da geht der erste Sieg an mich. Was ich übrigens gesehen habe, dass sie kaum mit Pits Pfeilen geschossen hat. Das stimmt. Das rechne ich aber hoch an, dass sie kein Pit-Spammer ist. Mhm. Und da sehen wir... Ja, du mit Wario. Oh Gott, ich hasse dein Wario. Ich weiß. Also, Du meintest ja auch, ich würde den nur spielen, weil ich mich mit ihm identifizieren kann oder sowas. Habe ich das gesagt? Ja. Wirklich? Du und Ace haben das gesagt letztes Jahr. Das war traurig. Schade. Das ist schade. Das ist wirklich schade, weil denn mit Ike hat sie dann doch einen sehr starken Charakter, der gerade gefressen wird. Richtig. Allerdings, Ike, muss ich ja sagen, wenn man mal, ihr wisst ja, die Seuche letztes Jahr im Turnier, in der Gruppenphase, was Ike angeht, ich glaube, das ist erst der zweite Ike bei der Challenge hier. Wir sind schon im 14. Kampf. Oh, okay. Soll also heißen, wunderbar, Leute. Schön, ihr habt was daraus gelernt. Wir haben sich scheinbar die Leute zu Herzen genommen, okay, scheiß auf Ike. Weißt du, ich hab einfach... Nee. Aber ich hab nur gesagt, dass du eigentlich disqualifiziert gehörst, weil du Items benutzt mit Wario. Das habe ich gesagt. Nein, du hast auch gesagt, den kann man nur spielen, wenn man sich mit ihm identifizieren kann. Daran kann ich mich nicht erinnern. Einer von den beiden auf jeden Fall. Jedenfalls sieht das hier wiederum ebenfalls nicht sonderlich gut für sie aus gerade. Bei mir hat es gerade geleckt ein bisschen. Oh, das... Da hatte ich Angst, da bin ich nochmal zurück, weil hätte Ike mich damit erwischt. Dann wärst du mit drauf gegangen. Aber da wärst trotzdem ein Leben in Führung gewesen. Und Richtig, aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Ich möchte mal sagen, es ist etwas entschieden, würde ich sagen. In dem Fall. Ja, ich habe Probleme gerade. Ja, total. Nein, jedenfalls. Ja, aber es sieht gerade nicht sonderlich gut aus für. Es ist schön, dass Sunny, du auch Frauen die Chance lässt zu gewinnen. Was soll ich? Ich soll die extra schlechter spielen? Das ist ja voll. Du bist voll der hier. Voll sexistisch. Was soll das? Leute, das war jedenfalls mit diesen Worten, würde ich sagen, beenden wir. Ich bin ruhig. Diese Folge. Der Kampf ist vorbei. Kein Eintrag in die Ruhmeshalle für Sunshine Girl 904. Bis dahin. Ciao, ciao.